Oh mein Gott! Wir sind online, die zwei, wir sind online, die zwei. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem Vlog. Mittwoch, der 3. 13.39 Uhr. Mein letztes Cold War Video rendert nochmal das große Cold War Finale. Da ich so viel hochgeladen habe, die letzten Wochen nur hier mit dem Kanal beschäftigt war und am Aufnehmen war, habe ich irgendwie generell es vollkommen verschlafen, dass ja wirklich bei Cold War ist, Vanguard rauskommt. Und ich habe mich überhaupt nicht drum gekümmert, da ich das Spiel wieder ein paar Tage vorher bekomme. Ich habe schon gesehen auf Twitter, es gibt ein paar Kopien schon around the world, die schon rausgegeben worden sind. Nur Onkel John hat noch nicht sein Spiel bekommen, weshalb ich jetzt auf die Jagd gehen werde und euch auf dieser Reise mitnehmen werde. Eventuell treffen wir noch Basti, wir werden ein paar Läden abchecken, ein paar Telefonate führen, ein bisschen Vlogs da. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf, lasst einen fetten Daumen nach oben da. Vanguard steht vor der Tür. Ab geht's. Bro, es sieht hier aus wie Bastard. Ich muss auch noch duschen. Thumbnail muss auch noch gemacht werden für das Video. Also es wird heute eine ganz schön hektische Nummer. Welches Parfum trage ich denn heute? Heute Jean-Paul Gaultier Le Male Eau Fraîche in der Superman Edition, Limited Edition. Gibt es nicht mehr so zu verkaufen. Absolut nice. Habe ich einen Typen aus England bei eBay abgekauft. Sehr geiles Parfum. Das werde ich heute tragen. Ich mach Druck. Hab die Ware auf dem Sitz. Wir sind die Koffer vor der Tür. Ah, nein, mein Handy, nicht kaputt, nicht kaputt, es ist nicht kaputt. Ey, ich habe so geisteskranke Nasenhaare in letzter Zeit. Ich habe mir jetzt so ein Nasenhaar-Scheiß-Ding geholt. Ich war letztens, als ich auf diese Halloween-Party gegangen bin, ich war kurz davor, mit dem Ding hier rumzuschnibbeln, aber ich dachte, bevor ich jetzt hier ins Krankenhaus noch gehe, scheiße ich auf die Nasenhaare und gehe einfach so zur Party. Alter Schwede, so, komm jetzt hier mal raus mit dem Dreck. Ist ja eh schon alles dreckig, kann ich ja drauf scheißen. Jetzt schiebe ich mir jetzt einfach ins Arsch. Fortschrittliches Schutzsystem schützt vor Zupfen, Verletzungen und Schnitten. Perfekter Winkel, einfaches Erreichen von Haaren in Ohren und Nase. Ohrenhaare, lol. Na gut, schieß mir jetzt einfach in die Nase, oder was? Ja, und was bleiben jetzt in der Nase, oder? John am Vloggen, was sagt ihr dazu? Auch gut oder scheiße? Lieber Affa, liegt in meinem Double Cup, Blumenleck, Kuwait, gut drauf, Flaschen werden die Ware zahlt. Brain ist kalt, Lungen ist schwach, warmer Wind durch ihr Haar. Schönen Tag noch, ciao, ciao. Oh, gönn einmal, komm jetzt bitte nicht scheiße. Ja? Damit ihr nicht traurig seid. Ich geh jetzt los, wir können nicht mehr warten. Wir brauchen jetzt Call of Duty Cold War, Baby! Digga, was rede ich? Vanguard! So, jetzt muss ich nur noch hier Licht aus. Ist alles aus? Ich glaube alles aus. Drei Tage draußen Paris und ich hab Races auf mir right now. Pushe Packs, rauche Haze und das weißt du auch ganz genau. Niemals. Nie im Leben. Ah, perfekt, Cold War. Geil. Ja, nie im Leben haben sie das schon hier. Das wäre Blödsinn. Hätte ich aber auch nicht mitgerechnet, um ehrlich zu sein. Entschuldigung. Call of Duty Vanguard haben sie nicht zufällig schon da? Nee. Auch nicht heute Abend, später noch oder morgen früh? Wissen Sie? Ich habe noch keinen Karton davon gesehen. Ach, noch gar nichts gesehen? Ob das hier was wird? Ich habe irgendwie nicht so das Gefühl. Folgender Plan: Es gibt noch eine Nummer, die ich jetzt anrufe. Ich glaube, die machen aber gleich zu, deshalb ich muss mich hart beeilen. 18 Uhr oder so, jetzt ist 17.20 Uhr. Hoffen wir, dass einer rangeht. Weil ich habe auch keinen Bock, da umsonst jetzt hinzufahren. Und dann haben sie es gar nicht. Hallo. Hallo, ist Jonathan. Ich wollte fragen, ob ihr schon Call of Duty Vanguard habt. Haben wir noch da, ja. Habt ihr da? Wie lange... PlayStation 5 und PlayStation 4. Wie lange habt ihr noch auf? 18 Uhr. Ich glaube, das schaffe ich gar nicht mehr. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich gucke jetzt, wie lange das mit Taxi dauert dahin. Bro, mit Taxi kostet es 58 Euro und ich bin... eine Viertelstunde nach Ladenschluss da, das darf nicht wahr sein. 58, es ist halt so weit weg. Ach, Digga.
Okay, Freunde, ich habe jetzt nochmal angerufen. Die machen eine Viertelstunde länger den Laden auf, wenn ich 3 Spiele kaufe. Und die hole ich dann für Basti und Jam. Fuck, Alter, ich muss mich so hart beeilen. Scheiße, wir müssen nach Spandau. Oh mein Gott, ich will kein Leben. Nächste Station, Spandau. Spandau Endstation, ich fass es nicht. So, einen halben Tag später. Spandau, here we go. Jetzt muss ich schnell ein Uber bestellen, um zu fucking den Kackladen zu kommen, ey. Oh, Bro, er muss sich so hart beeilen. Ich bin jetzt hier im Taxi und wäre so in 6 Minuten da. Passt das noch? Ja, ja. Super, super, super. Dann bis gleich. Okay, gut, ciao. Ciao. Geil, Leute, Banger, Baby. Bro, ja, die sind noch da am Laden, was? Ich hole jetzt gerade Banger da ab. Ich hole gerade Banger für das ganze Team. Ich fick doch mein Leben. Ich werde gleich noch überfahren. Ich nehme auf, natürlich. Bro, als ob ich mir ohne Aufnahme den Stress hier geben würde. Oh Gott. Da ist mein Taxi, Bro. Ich muss zum Taxi, was? Meine Hose rutscht. Ich hole jetzt weg. Hi, Jonathan. Wo standest du? Ich stand da vorne. Ich habe es irgendwie nicht ganz auf der Map verstanden. Die Straße ist komplett gesperrt. Deshalb bin ich mit Taxi hier nicht hingekommen. Jetzt muss ich zu dem Laden noch rennen, Alter. Die warten, denken auch, ich bin behindert. Weißt du, wo ein Automat direkt in der Nähe ist? Weil ich habe sonst, glaube ich, nur 100 Euro dabei. Einmal PS5, dreimal PS4, ja? Genau. Dann sind es 269. Ja. Ich bin zu Hause angekommen, 4-mal Vanguard wurde gekauft, aber was hier passiert ist, kannst du keinem erzählen. Ich war auf dem Rückweg, wollte mich mit Jam, Yonche und Basti absprechen, wann und wo wir uns treffen, um die Spielübergabe zu machen. Mein Handy ist leer gegangen, ich habe mir einen Döner gefetzt, dabei beim Dönerladen, der sehr nett war, der Verkäufer, das Handy aufgeladen. Dann 3-mal den PIN falsch eingegeben und somit mein Handy gesperrt. Ich musste mit Puck freischalten, den ich natürlich nicht parat hatte, wenn ich schon den PIN nicht mehr wusste. Es ist auch immer noch gesperrt. Ich habe die jetzt auf Twitter kontaktiert. Die fahren jetzt hierher und dann kriegen sie Call of Duty Vanguard und morgen geht dann der Grind endlich los. Ich habe so Bock, auch wenn ich auf Insta schon wieder, ich habe ein Bild gepostet mit den Spielen, richtig happy, durch die ganze Stadt gefahren. Und alle Kommentare haben gesagt, was ein Dreckspiel, kann direkt in die Tonne, Mülleimer und nur solche Dreckskommentare, kein einziger, der irgendwie mal ein bisschen mit Anteilnahme Freude hat. Fand ich sehr schade, so dass man jetzt so hier diese Vibes hat. Unter anderem muss man sagen, durch das Electric Statement, der so ein hartes Statement abgegeben hat gegenüber den Call of Duty YouTubern. Und ich schwöre, wir sind gerade alle wie Hunde. Weil wir das Spiel kaufen, spielen und für YouTube geile Videos machen wollen, sind wir OG Call of Duty Hasen, die auf alle Hypes geschissen haben, immer Call of Duty durchgezogen haben. Jetzt sind wir die Bastarde. Das ist ehrlicherweise schon traurig, muss ich wirklich sagen. Let's go! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das darf nicht machen! Digga, was? Macht euch das warte, das werde ich für einen TikTok, lass bitte. Ja, Victor! Ja. Oh, Digga, was hab ich gemacht? Tornado! Hast du dein? Digga, Chosen Life! Hast du dein? Schwör? Hast du deins? Ja! Ja, sag doch einfach ja, meine Güte. Nervt mich alle! Hast du Schlüssel, John? Nein, oh mein Gott, ich hatte keinen Schlüssel! Ey, da wohnen vielleicht auch Leute. Einfach Vlog artet aus, Digga. Also, wenn die Tür zugeht, drücke ich hier erstmal drauf, dass sie wieder aufgeht und dann, okay. Was? Wir sind so, es ist perfekt geworden. Du hast gesagt, das ist scheiße und dann hab ich gedacht, das machen wir jetzt so. Nein, du hast. Big Brother gerade. Ja, okay. Was? Ich verstehe auch nicht. Silber, Junge, Silber, Baby! Come on. Come on. Er muss ihn machen. Bro, 2-0 nach 11 Minuten, das wäre so huge. Guck mal, wie Fokus er ist. Silber, er muss ihn machen. Wie Fokus er ist. Er muss ihn machen. Links unten. Er muss ihn machen. Links unten.
Was war ein? Oben rechts gut platziert rein. Oben rechts, ich weiß es. Unten links und hier rechts. Oben rechts, unten links und links. Oh, stark! Let's go, Alter! Näher, wir müssen näher zusammen, wir müssen näher zusammen. Guck dir das an, das ist so süß schon! Oh mein Gott! Hör doch mal auf jetzt! Ich will was hören! Nerv mal nicht! Ich höre nix! Ja, Digga, du musst es hier... Hier sind die Kopfhörer, Digga, die sind nicht mal angeschlossen! Digga, Kopfhörer an! Was wieder hast du vergessen, er will immer noch ein Headset hier haben. Bis John. Ja. Nein, das, daran liegt es nicht. Nein, 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 natürlich nicht. Bro, weil es einfach übel angenehmer ist mit dem Kopfhörer. Okay. Wir sind Online-Dienst, weil wir mit Online-Dienst sind. Es wird niemals klappen, wir werden schon längst Charlie Intel-Tüte. Ja, ja. Leute! Es geht! Sicher? Wir können alle Maps. Nee, aber das will ich nicht machen. Skip. Ich will nicht gegen Bots spielen. Na, aber die Maps. Nee, er kann nicht spielen. Angucken. Kann er nicht. Doch. Kann er? Maps und Waffen. Chill mal kurz. Safe. Ja, er kann. Roboter, E-Traverse, Bar, oh. AS44, NZ1. Volkssturmgewehr! Ober 40. Owen, Pipis. Ha! Also, da ist es. Ninja. Geist, Ninja. Leise bewegen, Ninja! Let's go! Warte, Orbi. Ja, das wird es nicht geben. Natürlich wird es ein Orbi geben. Verbesserte Drohne. Guck mal, ganz rechts. Ja, das ist ein Orbi. Informant, das ist der Orbi. Ja, Orbi! Let's go, Orbi! Ohne Witz, ich bin irgendwie nicht so gehypt. Mann, Jungs! Oh, sieht geil aus. Das ist aus wie Infinite Warfare, hat mich erinnert. Ja, voll Infinite Warfare. Ja, das hier? Ja, voll. Throwback. Geht. Oh mein Gott. Maps sieht aber Grafik irgendwie echt ja, schlecht aus, sieht oder? Sieht billig aus irgendwie. Sieht über schlecht aus. Das sieht aus wie Minecraft. Das sieht ganz schlecht oder aus. Oder ein bisschen wie Minecraft. Das sieht aus wie... Schau mal die Bäume. Das ist... Digga, was ist das? Dreckskarte. Größte Dreckskarte aller Zeiten, Digga. Ich sehe schon die ganzen Panzer, mir ist schwindelig. Das ist eine World at War Karte. 100%. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mann, jetzt verpisst euch endlich!